Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von unserer Serie Esseklassen im Detail. Diesmal geht es um Optionen, spannendes Thema, und ich habe mir einen lieben Gast eingeladen, den Tarek Safaf. Hallo Tarek. Hi, servus. Servus Tarek, wir kennen uns jetzt auch schon sehr lange inzwischen wieder, seit 12 Jahren. Wir haben uns damals bei Bernberg kennengelernt. Du bist ja studierter Mathematiker, du hast es an der TU in München studiert. Ich darf dich eben ganz kurz vorstellen. Seit knapp 20 Jahren bist du eben an den Kapitalmärkten tätig, im Portfolio Management. Bei diversen Banken warst du bei der Hypo Bank, bei Berenberg Bank eben, wie gesagt, da haben wir uns kennengelernt. Du warst bei Fondsboutiquen als Fondsmanager und vor allem auch in leitender Funktion dort tätig. Du bist spezialisiert auf Liquid Alternatives und vor allem eben auf Optionsstrategien. Also der perfekte Mann, jetzt über Optionen zu sprechen. Optionen als Asset-Klasse ist das Thema, und wir steigen vielleicht auch gleich ein mit einer Frage: Was sind Optionen? Wenn du das einfach mal erklären könntest, das wäre super. Ja, vielen Dank, Jörg. Ja, Optionen sind spannendes Finanzinstrument, meiner Meinung nach das spannendste überhaupt. Man kann da diverse Dinge veranstalten, man kann seine eigene Meinung umsetzen oder völlig marktneutral agieren. Optionen sind auch ein wesentlicher Bestandteil beliebter Zertifikate bei Privatanlegern, beispielsweise Discount-Zertifikate, Bonus- oder Express-Zertifikate. Aber wenn wir uns jetzt mal Optionen grundsätzlich anschauen, per Definition, ja, Optionen sind Termingeschäfte, sie gehören zur Gruppe der Derivate. Die häufigste Optionsart, wird auch als Plain Vanilla Option bezeichnet. Sie besitzt sonst keine weitere Eigenschaft. Es gibt noch andere Optionen, beispielsweise sogenannte Barrier Optionen, die so eine gewisse Knockout-Schwelle haben. Das kennt der ein oder andere vielleicht. Ja, und bei Optionen geht es zum einen um Basiswerte. Basiswerte können Aktien sein, das können Währungen sein, das können Rohstoffe sein. Es geht um die Zukunft. Man wettet auf einen Preis in der Zukunft. Deswegen muss man auch einen gewissen Preis vereinbaren. Den nennt man auch Basispreis oder Strikepreis. Und es geht auch um einen bestimmten Zeitpunkt oder einen Zeitraum. Und grundsätzlich bei einer Option, gerade als Käufer, ist es so, dass man per Definition das Recht hat, das ist ganz wichtig und nicht die Pflicht, eine bestimmte Menge eines Basiswertes zu einem vereinbarten Preis zu einem Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Von einer Kaufoption spricht man dann auch von einer Call-Option und von einer Verkaufsoption auch von einer Put-Option. Und wichtig ist eben, dass man als Käufer nur das Recht hat, während man als Verkäufer die Pflicht hat, einen Basiswert eben zu kaufen oder zu verkaufen. Deswegen spricht man auch von einem bedingten Termingeschäft, weil das eben eine einseitige Verpflichtung gibt seitens des Verkäufers. Ja, und wenn man mit Optionen zu tun hat, hat man zwangsläufig auch mit Auszahlungsprofilen zu tun. Damit muss man sich beschäftigen. Und das ist immer sehr gut, wenn man sich das mal so veranschaulicht in einer Grafik. Das Einfachste wäre beispielsweise mal eine Aktie, eine Long-Aktie, die man kauft. Das ist ein lineares Auszahlungsprofil, ein direktionales Auszahlungsprofil. Man sieht das, eine Aktie, die steigt, da kann man eben gewinnen, profitiert 1 zu 1, oder die Aktie fällt, da verliert man eben 1 zu 1. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem gekauften Option, sei es eine gekaufte Call-Option, eine gekaufte Verkaufsoption, dann sieht man eben, dass diese Optionen nicht linear oder auch nicht direktional sind. Und gerade als Käufer sieht man, dass man hier ein begrenztes Verlustpotenzial hat, wohingegen man natürlich, sei es beim steigenden Markt oder fallenden Markt, je nachdem, ein unbegrenztes Gewinnpotenzial hat. Das als Käufer. Auf der Verkäuferseite ist es ein bisschen anders. Da ist es so spiegelbildlich. Da hat man eben ein begrenztes Gewinnpotenzial, dafür aber auch ein unbegrenztes Verlustpotenzial. Das muss einem ganz klar sein. Darauf werde ich dann, können wir vielleicht später nochmal näher drauf eingehen. Also wir sehen schon, man muss einiges beachten. Es ist gar nicht so einfach, sich da reinzudenken in Optionen. Kauf, Verkauf, Put, Call, verschiedene Auszahlungsprofile.
Wir werden noch später darauf eingehen, aber vielleicht bleiben wir noch bei den grundsätzlichen Erklärungen, Tarek. Wir haben in einer früheren Ausgabe über Futures gesprochen. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was denn der Unterschied zwischen Optionen und Futures jetzt ist? Ja, also Futures gehören auch zur Gruppe der Derivate. Aber ich hatte ja vorhin schon erwähnt, Optionen sind ja bedingte Termingeschäfte. Es gibt eine einseitige Verpflichtung, während beim Future spricht man von unbedingten Termingeschäften. Da haben sich eben beide Seiten verpflichtet, auf ein Geschäft verpflichtet, dann den entsprechenden Basiswert zu liefern oder abzunehmen. Dadurch, dass der Käufer bei einer Option mehr Rechte hat als der Verkäufer, muss bei einer Option der Käufer eine Optionsprämie bezahlen. Der Verkäufer erhält eine Optionsprämie. Das gibt es bei Future-Geschäften eben nicht. Es gibt keine Prämien. Und Futures sind ähnlich, ja, wie eine Aktie, wenn man sich das Auszahlungsprofil anguckt, ja eher direktionale Handelsstrategien. Während man eben bei Optionen von nichtlinearen Handelsstrategien spricht, ist es eben so, dass man hier verschiedene Kombinationen ja, handeln kann. Man kann Optionen miteinander kombinieren. Das geht bei Futures eben nicht. Ich kann keine Long-Short-Position bei Futures kombinieren, während man Entweder das bei oder, ne? Optionen Entweder ich eben bin sehr long schön oder ich kann. bin short, ne? Genau. Richtig. Und sie sind auch standardisiert, Futures, ne? Kann man Sie sagen. sind standardisiert, genau, das gilt aber für Optionen natürlich auch. Weil sie natürlich beide an den Terminbörsen gehandelt werden. Dementsprechend sind sie beide standardisiert. Sehr gut, wunderbar. Okay, das bringt mich zur nächsten Frage. Wie werden Optionen denn eigentlich gehandelt? Ja? Also wir kennen normale Börsen, unter Anführungszeichen normale Börsen für Aktien. Gibt es eine spezielle Börse für Optionen? Also Optionen sind ja grundsätzlich auch weltweit handelbar, aber es gibt für die Optionen dann eben auch bestimmte Terminbörsen. In Europa oder Deutschland ist es beispielsweise die Eurex, in den USA ist es beispielsweise die CBOE. Und dort kann man dann eben verschiedene Optionen handeln. Als Privatanleger kann man beispielsweise durch einen Broker dann Zugang zu diesen Terminbörsen erhalten und kann dann dort direkt Optionen handeln. Kann ich als Privatanleger Optionen handeln, eigentlich bei meiner Bank oder meiner Online-Broker? Das ist möglich. Bei bestimmten Brokern ist das möglich, wenn man eben eine gewisse Risikoeinstufung hat, kann man dann eben auch Optionen handeln. Okay. Perfekt. Die nächste Frage diesbezüglich wäre dann eigentlich, wie werden denn jetzt Optionen eingesetzt? Ne? Wofür brauche ich die eigentlich? Also wenn ich jetzt keine Ahnung, eine VW-Aktie kaufen möchte, was bringt mir es denn, wenn ich jetzt eine Option auf VW schlussendlich kaufe? Oder wie werden die gehandelt? Wie werden die eingesetzt? Ja, also es gibt verschiedene Anwendungen. Die häufigste Anwendung ist der Fall Absicherung. Das Thema Absicherung, um sich gegen Preisverluste abzusichern. Ich meine, das kennen wir aus der Realwirtschaft. Ich meine, daher kamen ja auch die Optionen. Ich glaube, 15. Jahrhundert, Getreidemärkte, Rohstoffe, das Absichern gegen Preisverluste. So ist es Hätte man eben auch sich mal an. gegen die Tulpenzwiebeln abgesichert damals, ne? Richtig, genau. Holland, bestes Beispiel. Genauso ist es an den Finanzmärkten eben auch. Man möchte sich absichern und da ist eben das Instrument, die Option, ein sehr gutes Instrument. Denn man weiß ganz genau im Vorfeld schon, wie hoch die Kosten sind, wie hoch die Prämie ist, um mich gegen einen gewissen Preisverfall abzusichern. Das ist zum Beispiel im Gegensatz zum Future, der wird ja auch oft eingesetzt, zur Absicherung. Da weiß ich eben nicht, wie hoch die Kosten sind, weil ich kann ja auch erstmal daneben liegen, dass der Markt erstmal gegen mich läuft, beispielsweise er steigt weiter, es fällt gar nicht. Dann habe ich bei der Option nur meine Prämie verloren, während ich beim Future natürlich erstmal eine Short-Position, die gegen mich läuft und die läuft so lange gegen mich, bis ich die Position wieder schließe. Weil ich die Also Marge nicht mehr leisten kann, ne? Genau. zum Beispiel, genau, also insofern weiß ich ganz genau, wie hoch meine Absicherungskosten sind. Deswegen werden Optionen sehr häufig eben zur Absicherung eingesetzt. Ein weiterer Fall ist das Thema Renditeoptimierung.
Beispielsweise, wenn ich Seitwärtsmärkte erwarte oder wenn ich ein gewisses Kursziel vor Augen habe. Beispielsweise, man hat ein bestehendes Portfolio und man ist von der Qualität seiner Aktien weiterhin überzeugt, aber man kommt jetzt gerade temporär in so eine gewisse Seitwärtsmarktphase rein. Dann kann es eben Sinn machen, dass man sein Aktienportfolio oder Teile seines Aktienportfolios eben veroptioniert, also eine sogenannte Call-Option verkauft, sodass ich dadurch eben eine zusätzliche Optionsprämie verdiene. Und solange eben der Markt nicht über ein gewisses Level steigt, weil ich erwarte hier einen gewissen Seitwärtsmarkt, verdiene ich eben zusätzlich an dieser Prämie. Ne? Eine weitere, und das machen sehr viele professionelle Investoren, sind eben Optionsstrategien auch als alternative Renditequelle anzusehen. Ein bestes Beispiel ist da sogenannte Prämienstrategien. Hier ist das Beispiel einer Versicherung ein sehr gutes Beispiel, denn professionelle Investoren agieren hier wie eine Versicherung. Man kennt Versicherungen, Haftpflichtversicherung, Gebäudeversicherung. Man möchte sich gegen einen Schadensfall versichern und zahlt dafür eine Prämie. Und genauso ist es eben auch bei Optionen. Man tritt als Verkäufer von Optionen auf. Das heißt, man verkauft eine Versicherung an andere für einen gewissen Schadensfall. Sprich, dass dass Kursverluste entstehen, dass der Markt crasht. Dafür bekomme ich eine Prämie, muss aber dafür dann im Schadensfall diesen Verlust ersetzen. Und das ist so ein typisches Versicherungsbeispiel. Und das kann man natürlich mathematisch sehr gut analysieren. Da geht es um Wahrscheinlichkeiten. Da geht es auch um, ja, wie schwankungsreich sind diese Basiswerte, sprich Volatilitäten. Und je häufiger ein Schaden eintritt, das kennt man auch bei Versicherungen, desto höher steigt dann auch die Versicherungsprämie. Und so kann man sich natürlich dann auch eine, ja, Renditequelle, beziehen durch diese Optionsprämie. Optionen gibt es ja auf viele Märkte, ne? Also man kann gerade aus Versicherungszwecken zum Beispiel den Strompreis sich absichern mit Optionen, ne? Oder andere grundlegende Dinge. Also es gibt sehr, sehr viele Underlyings, wie es so schön heißt, auf die es Optionen schlussendlich gibt, ne? Genau, also alles, was einen Preis hat, sag ich mal, kann man ja Optionen machen. Und wie gesagt, Optionen, wir haben jetzt immer von standardisierten Optionen gesprochen, die an Terminbörsen handelbar sind. Aber ich kann natürlich bilateral, außerbörslich, natürlich mit jedem Partner eine Option abschließen. Sogenannte Das OTC-Optionen, Over-the-Counter-Optionen sind das dann, ne? Genau. absolut. Und das kann ich dann auf jedes Finanzwert, Finanzgut, alles, was einen Preis hat, kann ich mit einer Option belegen. Perfekt. Vorteile, Risiken von Optionen. Wir haben jetzt einige Vorteile gehört, Tarek. Fallen dir noch Vorteile ein, beziehungsweise welche Risiken beinhalten deine Optionen schlussendlich? Ja, also zunächst einmal, für Optionen sind sehr günstig. Also der Kapitalbedarf ist sehr gering. Dadurch entsteht auch ein gewisser Hebel. Man kann also mit kleinem Geld viel bewirken. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man Optionen einsetzen möchte. Ein weiterer Vorteil ist, dass man als Käufer von Optionen ja nur Rechte besitzt und keine Pflichten. Das heißt, Genau. die gewisse Nachschusspflicht, die es ja gibt bei einem Verkäufer, die entfällt. Da wären wir dann auch bei einem Risiko, dass man, wenn man als Verkäufer agiert, natürlich mehr als sein eingesetztes Kapital verlieren kann. Es kann sein, dass man auch nochmal Geld nachschießen muss. Totalverlust ist natürlich bei Optionen ein gängiger Fall, denn Optionen können wertlos verfallen. Deswegen muss man immer sein Optionsinvestment Investment ins Verhältnis zu seinem Gesamtportfolio setzen. Also beispielsweise, wenn man 5.000 Euro in Optionen investiert, dann mag das, wenn man das verliert, bei einem 5.000 oder 10.000 Euro Portfolio sehr viel sein. Wenn man aber ein 100.000 Euro Portfolio hat, dann ist es eben nicht so viel. Also immer so ins Gesamtverhältnis setzen, dann macht eben ein Totalverlust, gerade wenn man im Absicherungsbereich ist, ist da nicht so schmerzhaft. Aber natürlich ein großer Vorteil ist bei Optionen,
dass man diverse Kombinationen kreieren kann. Man kann diverse Auszahlungsprofile kreieren, sei es asymmetrische Auszahlungsprofile. Man kann Kurven, Krümmungen kreieren, das nennt man Konvexität. Man kann eine Aktie auch synthetisch replizieren. Also ich kann auch ein Aktienauszahlungsprofil mit Optionen darstellen. Also man sieht, mit Optionen kann man sehr viel machen, wenn man sich so ein bisschen auskennt. Okay. Weil es mir gerade einfällt, Zeitwert. Was ist das bei Optionen? Kannst du das vielleicht noch kurz erklären? Ja, da sind wir natürlich im Thema Bewertung von Optionen. Das ist natürlich ein wichtiger Bereich. Da muss man natürlich wissen, wie wird eine Option überhaupt bewertet. Es gibt ja diverse Bewertungsansätze, auch mathematische Formeln. Black-Scholes-Formel ist ein bekannter Ansatz. Einfach ausgedrückt ist der Preis einer Option besteht aus einem inneren Wert und einer, sag mal, ein Zeitwert, Prämie, Unsicherheitsfaktor. Der innere Wert ist ganz einfach definiert. Der ist die Differenz vom aktuellen Kurs des Basiswertes zu dem vereinbarten Basispreis. Das heißt, der kann entweder 0 sein oder eben die Differenz, die dann positiv ist. Hinzu kommt eben noch ein gewisser Zeitwert, das ist eine gewisse Prämie, ein gewisser Unsicherheitsaufschlag, der natürlich gewisse Wahrscheinlichkeiten berücksichtigt, ob eben dieser innere Wert noch größer werden kann oder eben ob der auf 0 fällt. Und dieser Zeitwert ist, je größer die Restlaufzeit ist, desto größer ist eben dieser Zeitwert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass diese Option noch positiv am Ende verläuft, die steigt natürlich. Je geringer ist, je geringer die Restlaufzeit, desto geringer ist natürlich der Zeitwert. Es ist aber so, dass jetzt pro Tag der Zeitwertverlust nicht gleich ist. Am Anfang verliert die Option nur ein bisschen, aber dieser Zeitwertverlust nimmt natürlich, je länger die Zeit verstreicht, immer mehr zu, sodass man natürlich gerade am Ende, wenn die Restlaufzeit nur noch kurz ist, einen hohen Zeitwertverlust hat. In Relation zum Beispiel 90 bis 120 Tage, wenn man noch hat, ist eher nicht so stark der Zeitwertverlust. Und dann zum Schluss zu, wenn es noch 30 Tage oder weniger sind, dann geht es halt rapide bergab, kann man das so sagen, zum Beispiel. Absolut, richtig, genau. Deswegen sind die kurzen Laufzeiten sind eben sehr sensitiv, was den Zeitwertverlust anbelangt. Da muss man sich also eben ganz sicher sein, dass noch eine gewisse Marktbewegung eintritt. Okay. Vielleicht noch ein Thema, Optionen, Optionsscheine, ne? Klingt ähnlich, ist aber was anderes. Kannst du uns kurz erklären, worum es denn da geht, bitte? Ja, genau, das ist gerade Optionsscheine sind ja gerade bei Privatanlegern, werden häufig genutzt. Ja, Optionen und Optionsscheine werden oft fälschlicherweise als ein und dasselbe Produkt missverstanden. Tatsächlich gibt es aber erhebliche Unterschiede. Optionsscheine werden von einer emittierenden Bank herausgegeben, während Optionen keinen Emittenten haben im Sinne einer Bank, sondern jeder Marktteilnehmer kann als Emittent in Erscheinung treten und Optionen an einer Terminbörse verkaufen, emittieren. Es gibt aber wesentliche Unterschiede zwischen Optionen und Optionsscheine. Das ist beispielsweise die Standardisierung. Optionen sind an den Börsen standardisiert, also Bezugsverhältnis, Laufzeit ist ganz klar definiert, während man bei Optionsscheinen natürlich ganz genau hinschauen muss, wie ist das Bezugsverhältnis? Wann ist der Verfallstermin? Da muss man in das sogenannte Termsheet reinschauen. Das definiert eben dieser Emittent. Ein weiterer Unterschied ist der Handelsplatz. Optionen werden an Börsen gehandelt. Optionsscheine werden aber außerbörslich direkt mit dem Emittenten gehandelt. Da sind wir schon beim dritten Unterschied, eben diese Preisfeststellung. Während man an Börsen die Preise durch Angebot und Nachfrage entstehen, hat man natürlich bei Optionsscheinen
eine gewisse Intransparenz. Man ist da so ein bisschen abhängig vom Emittenten. Man muss diese Kurse, die vom Emittenten gestellt werden, die muss man eben akzeptieren. Man hat auch das gewisse Emittentenrisiko. Das hat vielleicht der ein oder andere auch schon gehört. Terminbörsen, also bei Optionen, die haben gewisse Sicherheitsmechanismen. Da gibt es sogenannte Clearer. Und jeder Clearer dort oder Marktteilnehmer muss seine offenen Forderungen täglich ausgleichen. Deswegen hat man am Ende des Tages, gibt es eben keinen Marktteilnehmer, der irgendwie noch eine offene Forderung hat. Während man natürlich bei Optionsscheinen das Emittentenrisiko hat, man ist abhängig von dem Emittenten, von der Bank. Wenn die pleite geht, hat man eben keinen weiteren Sicherheitsmechanismus. Ja, und das kennen wir ja spätestens seit Lehman oder Bear Stearns damals, 2007, 2008, ja, dass es durchaus passieren kann, dass Emittenten auch in Konkurs gehen können. Ne? Absolut, absolut. Und dann natürlich ein weiterer Unterschied ist natürlich das Thema Stillhalterposition. Ich kann ja bei Optionen als Verkäufer auftreten, also Genau. Optionen verkaufen. Das Du kann ich bei kriegst eine Optionen, Prämie, ne? dann Genau. kriege ich eine Prämie. Das kann ich bei Optionsscheinen nicht. Ich kann Optionsscheine nur kaufen. Ich kann hier nicht als Verkäufer auftreten. Und dadurch kann ich auch Kombinationen, also Long-Short-Strategien, kann ich nicht kombinieren mit Optionsscheinen. Das kann ich eben nur mit Optionen machen. Das ist natürlich auch nochmal ein wesentlicher Unterschied zwischen Optionen und Optionsscheinen. Was mich direkt darauf bringt, Darek, du hast jetzt lange Zeit schon eben auch Fonds gemanagt, Strategien gemanagt im Optionsbereich. Wie werden denn jetzt Optionen zum Beispiel in Fonds eingesetzt? Ne? Man kann ja Optionen miteinander kombinieren, um interessante Auszahlungsprofile zu erhalten. Wie funktioniert das? Kannst du uns da vielleicht auch ein Beispiel geben? Gut, also grundsätzlich ist es so, auch klassische Aktienfonds oder Mischfonds setzen Optionen ein. Maßgeblich als Hedging-Instrument oder vielleicht zur Renditeoptimierung. Das haben wir vorhin schon gehabt. Aber es gibt natürlich auch die speziellen Optionsfonds, die deren Renditequelle primär aus den Optionen kommt. Jetzt haben wir vorhin schon gehört, dass Optionen einen geringen Kapitaleinsatz benötigen. Und so ist es dann eben auch bei Optionsfonds, dass Großteil des Geldes, des Vermögens in Anleihen investiert wird oder in Cash-Substitute, was auch immer. Und zwar weit über 90%, weil der Kapitaleinsatz für Optionen eher ein paar Prozent nur ist. Das ist dieses sogenannte Collateral, wer dieses Wort schon mal gehört hat. Ne? Das heißt, Absolut. um den Fonds aufzufüllen, weil man ja nicht zu viel für die Option braucht, schlussendlich. Ne? Genau. Genau richtig. Und deswegen muss man auch genau hinschauen, wenn man sich mal so einen Fonds anguckt, was der genau macht, weil natürlich kann auch ein Rentenfonds ja eigentlich ein Optionsfonds sein, weil man sieht das vielleicht nicht. Ein Rentenfonds, der aus 95% Renten besteht und hat da eine kleine Optionsquote drinnen, da muss man ganz genau hingucken, wo die Renditequelle herkommt. Ist es wirklich nur das Rentenportfolio oder sind das auch Optionen? Also ganz genau gucken, das Transparenz natürlich gefordert. Und man muss natürlich auch überlegen, wo sind die Risikoquellen? Normalerweise ist es so, dass bei Optionsfonds, wenn man sich primär auf Optionen fokussiert, dass man sein Cash risikoarm anlegt. Also hier wirklich dann Staatsanleihen als ja, für sein Cash verwendet, die recht sicher sind. Es gibt aber natürlich auch Optionsfonds, die dann vielleicht ein bisschen spekulativer rangehen, die das Ganze vielleicht in ja, Unternehmensanleihen, High Yields, was auch immer investieren, vielleicht sogar auch eine gewisse Aktienquote noch beimischen. Also da lässt sich natürlich das Risiko natürlich nach oben schrauben. Und da muss man natürlich ganz genau aufpassen, wo kommt das Risiko her, wo kommt die Rendite eigentlich her. Was natürlich auch verlockend war in den letzten Jahren, als die Zinsen einfach so niedrig waren, beziehungsweise negativ auch waren. Das heißt, man hat durch ein Collateral im Staatsanleihenbereich durchaus Geld verloren, was durch die Optionsstrategie ja wieder aufgeholt hat werden müssen. Ne? Und da ist die Verlockung natürlich durchaus sehr groß, dass man dann im Collateral keine sicheren Staatsanleihen nimmt, sondern etwas renditeträchtigeres, aber volatileres zum Beispiel dann auch beimischt. Ne?
Und Absolut, und das das wird ist dann. wichtig zu beachten, dass das auch eben festgesetzt ist, dass hier nichts reingekauft werden darf, das eben dann spekulativ ist. Ne? Genau. Absolut, absolut. Ja, eine mögliche Strategie jetzt beim Optionsfonds wäre beispielsweise der Straddle. Ein Genau. Straddle, ein gekaufter Straddle, das ist eine Kombination aus zwei Optionen. Das ist eine gekaufte Call-Option und eine gekaufte Put-Option. Das Auszahlungsprofil sieht wie ein V aus ungefähr. Ja, und so eine Strategie wendet man beispielsweise an, wenn man auf eine starke Bewegung setzt, aber nicht genau weiß, in welche Richtung diese passiert. Da gibt es. Klassischerweise, man weiß, es kommt irgendeine Nachricht, es passiert etwas, ein Unternehmen veröffentlicht irgendwelche Neuigkeiten, man weiß, es wird Volatilität geben, aber keine Ahnung, in welche Richtung, ne? Zum Beispiel. Absolut. Und das ist zum Beispiel eine Strategie dann, die vollkommen prognosefrei agiert. Das kann man mit einem Aktieninvestment eben jetzt nicht so. Da muss man sich für eine Seite entscheiden, entweder steigend oder fallend. Und mit Optionen kann man beide Seiten gleichzeitig spielen. Das ist natürlich ein wesentlicher Vorteil. Und das könnte ich beispielsweise mit so einem Straddle machen. Und wie du schon gerade erwähnt hast, vorteilhaft ist es natürlich dann, wenn die Volatilität eben noch kommt oder bevorsteht, weil dann natürlich diese Optionen zusätzlich teurer werden. Und das ist gerade vor Events, sei es Zinsentscheidungen, sei es irgendwelche Unternehmensnachrichten, da kann man dann so eine Strategie beispielsweise einsetzen. Und wenn wir gerade dieses, ich blende es auch ein in das Video, dieses Auszahlungsprofil kann man ja abändern, so wie man möchte, ne? Durch den Kauf, Verkauf von Call-Put-Optionen. Das kann man gestalten, wie es einem gerade lieb ist, würde ich sagen. Und was auch irgendwo dann auch die eigene Vorstellung von der Welt momentan ist, was Volatilität betrifft, ne? Absolut. Also man kann wirklich jedes Auszahlungsprofil kreieren und das ist eben das Schöne. Jegliche Marktmeinung kann man mit Optionen umsetzen. Das geht eben mit Aktien, nicht so Muss einfach. ich für eine Richtung entscheiden, genau. Ja. Eins noch, Tarek, Zero Days to Expiration Optionen. Etwas Neues in Europa, schon länger in Amerika. Kannst du uns vielleicht darüber noch was sagen, wie die funktionieren, was das ist, bitte? Ja, also die Zero-Day-Optionen, dann, das sind sogenannte Tagesoptionen, die innerhalb eines Tages ablaufen oder verfallen. Aufgrund der sehr kurzen Restlaufzeit reagieren die eben sehr sensibel auf Preisbewegungen des Basiswertes. Und diese Optionen haben gerade in kurzer Zeit oder in der Vergangenheit einen Boom ausgelöst, gerade bei diesen jungen Kleinanlegern oder Privatanlegern, die damit regelrecht zocken. Okay. Man sieht das vielleicht hier an der Grafik. Ende 2022 machten diese Optionen bereits über 40% des Optionsvolumens des S&P 500 aus. Also das Okay. ist schon gigantische Umsätze, die dort gefahren werden. Ja, was sind diese Tagesoptionen? Rein technisch gesehen sind das jetzt nicht Optionen, die für einen Tag aufgelegt werden, sondern es sind eigentlich Weekly-Optionen. Also die werden eigentlich schon eine Woche vorher aufgelegt. Wenn man sich mal so ein bisschen die Historie anschaut, Optionen in der Vergangenheit hatten einen monatlichen Verfall. Das war meistens der dritte Freitag im Monat. Das war immer dieser typische Monatsverfall. Die institutionellen Investoren haben aber mehr Laufzeiten benötigt, sodass man dann eben von diesen monatlichen Optionen zu diesen sogenannten Weeklies oder wöchentlichen Optionen gekommen ist, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen nicht nur den dritten Freitag, sondern wir brauchen auch den ersten, zweiten und vierten Freitag des Monats. Dann hatte man schon die Weeklies. Diese Freitage waren aber nicht genug. Beispielsweise wollte man sich ja auch für das Wochenende hedgen. Da war ein Freitagverfall natürlich eher schlecht. Also hatte man in Amerika beispielsweise dann auch einen Verfallstag Montag und Mittwoch eingeführt. Also hatte man dann plötzlich Montag, Mittwoch und Freitags Verfalltermine. Und man hatte dann vor ein paar Jahren dann eben auch noch den Dienstag und Donnerstag eingeführt, sodass man jetzt wirklich an jedem Tag einen Verfallstermin hatte. Und damit hat man automatisch an jedem Tag eine sogenannte Zero-Day-Option. Man kann täglich eine Option handeln, die täglich verfällt. Und in Europa, die Eurex ist jetzt dem USA-Beispiel gefolgt und hat jetzt auch für den Euro Stoxx 50 seit letztem Monat
eben auch diese Daily-Optionen eingeführt, sodass dann eben auch die institutionellen Anleger hier in Europa die Möglichkeit haben, sich gegen bestimmte Events abzusichern. Also gerade was nachbörslich passiert, sei es irgendwelche Zinsentscheidungen aus der Fed beispielsweise, oder sei es nachbörslich irgendwelche Unternehmensdaten. Da sind dann solche Zero-Day-Optionen ein gutes Instrument. Viele oder einige Analysten glauben allerdings, dazu gehöre ich nicht, dass diese Optionen auch zu Marktverwerfungen führen können, weil es eben zu Problemen auf der Hedging-Seite für Market Maker kommen kann. Ich persönlich glaube das nicht, weil in der Vergangenheit hat man anstatt gelisteten Optionen ist man eher in den OTC-Bereich gegangen und jetzt wandert, sage ich jetzt mal, die Liquidität aus dem OTC-Bereich eher in diesen regulierten oder in diesen Listed-Bereich rein. Aber eins ist klar, die Intraday-Trends, die werden sich natürlich verstärken durch diese Instrumente, weil ich natürlich eine gewisse Marktbewegung, sei es nach oben oder nach unten, durch diese Instrumente natürlich sehr verstärke, weil ich natürlich durch den Hebel von solchen Optionen natürlich plötzlich sehr viele Volumina bewegen kann. Und das kann natürlich Intraday schon für starke Trends erfüllen. Das heißt, wir werden in Zukunft mit höheren Volatilitäten leben müssen. Das freut die Daytrader, ne? Und ja, wir anderen müssen damit leben. Perfekt, Tarek. Das wär's von meiner Seite mit den Fragen. Ich glaube, wir haben das Thema Optionen gut abgedeckt, die Übersicht geliefert. Vielen Dank für deine Ausführungen. Das war sehr interessant, verehrte Zuseherinnen und Zuseher. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Ich darf mich bei dir bedanken, Tarek. Liebe Grüße. Liebe Zuseher, wenn Sie Fragen haben, wie immer, bitte jederzeit auf uns zukommen. Lassen Sie uns eine Nachricht da und wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Thema. Alles Gute und auf Wiedersehen. Danke, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, in Ergänzung zu meinem Gespräch mit Tarek Safaf darf ich Ihnen auch noch die Griechen zeigen. Wir haben das beim Gespräch ausgespart, weil es einfach den Rahmen gesprengt hätte. Kurz zur Erklärung, es geht eben um Sensitivitäten und Kennzahlen bei Optionen, wie das Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho und Omega zum Beispiel. Und ich würde Ihnen das kurz einblenden. Wenn Sie es vertiefend haben möchten, würde ich Ihnen ein Buch empfehlen. Das heißt, es ist von Hull und heißt Optionen, Futures und andere Derivate. Ziemlicher Schmöker. Aber wenn Sie sich wirklich einlesen möchten, dann ist das das Standardwerk. Also viel Spaß und alles Gute.